Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paul World. So, wir sind hier noch in diesem komischen Dorf hier unten. Und jetzt wollen wir natürlich noch uns vielleicht King Packer holen, wenn wir es schaffen, weil King Packer ist ja noch nicht gerade so ein Witzbold. Deswegen müssen wir da mal schauen, ob wir den geknackt kriegen oder ob wir da verrecken. Ich bin ja ehrlich gesagt, was Bosskämpfe angeht, nicht so wirklich gut bei, aber wir haben eben halt auch die Muschete. Insofern können wir vielleicht doch noch was reißen. Das müssen wir gleich mal gucken. So, aber erstmal holen wir uns mal hier. Ja. Wo, in welche Richtung geht's denn? Ich muss das mal schauen. Links halten. Also da, wahrscheinlich da, wo es leuchtet. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Dann fliegen wir doch mal dahin. Und rechts ist auch noch ein Turm. Rechts direkt. Das wird aber das Rain-Syndikat sein. Da unten sind auch noch irgendwelche Viecher. Gleich sowieso erstmal hier noch ein bisschen relaxen. Bevor wir groß abstürzen. Rush Ore gönnt sich ein Päuschen. Ich sag ja, ne? Mutti nicht zu Hause, machen sie alle den Faulenzer. So, jedes Mal das Gleiche. So ein schönes Ei, dann packen wir auch mal gleich mit ein. Düsteres natürlich. So, da sind sie schön am Wursteln. Das ist gut. Das freut mich. Das ist unsere Eisenbase. Also wir sind da dran vorbeigeflogen. Wir müssen hier hin. Einmal straight hinter uns. Ist das da hinten? Gucken wir mal. Irgendwo muss das Packer hier rumrennen. Normalerweise würde ich dafür auch eine Megasphäre nehmen. Ich glaube, sonst könnte das ein bisschen schwierig werden. Da ist er doch. Da ist er doch. Das könnte. Das könnte tatsächlich ein bisschen knackig werden. Megasphäre oder nicht Megasphäre? Ich würde sagen, Gigasphäre, nicht Megasphäre. Dann war doch nur 150 Schaden, teilweise. Oh, lala. Nee, nee, nicht für mich. Autsch! Oh, da falle ich nur. Ach, auch selber daneben geschossen. Mach jetzt mal die Kleinen weg. Scheiße. Da macht er nämlich 2000 Schaden, wenn er auf die Rübe schießt. Ja, nee, das wird nichts, mein Freund. Ach, wenn ich den wenigstens treffen würde. Warum ist noch eine lila Kiste? Wieder daneben. Ja, jetzt können wir so langsam schon mal die Sphäre rausholen. Ja, ein, zwei Schuss noch und dann müssen wir so langsam aufpassen, nicht, dass wir ihn weghauen. Lad doch mal nach jetzt. So. Das muss reichen. Scheiße. Au. Nein.
Oh, mach doch weg den Kram. Ah, 16%. Ja, sonst müssen wir ihn legen. Also ganz legen. Ah, nee, reicht noch gerade so. Heilige. Duckmäuser, na toll. Duckmäuser, typisch, ne? Ich sammle erstmal ein. So, dann können wir aber, wenn wir auf der Ecke sind, noch ein paar. Ein 24er. Okay, den lassen. Ich lasse ihn in Ruhe, ist alles gut. Hä? Achso. Das ist ja mein 24er. Wollte schon sagen, der greift mich gleich an hier. Aber nein. Ach, ein Glück. So. Dann machen wir uns sonst noch mal ein paar von den anderen Pauls zu eigen hier. Was hier so alles an Leichen rumliegt. Die habe ich aber nicht alle gekillt. Das war ich nicht. Achso, ich habe da noch irgendwo eine lila Kiste gesehen. Das war, glaube ich, da. Kann uns auch gleich mal einsammeln. Dum, 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 dum. Was wir ganz vergessen haben, wir hatten ja auch diesen Rubin dabei, ne? Ein rotfunkelnder Edelstein erzielt beim Händler einen guten Preis. Das hätten wir eigentlich nochmal verkaufen sollen. Habe ich natürlich ganz glatt vergessen, aber wir können da sonst nochmal hinfliegen gleich. Was wir dafür an Kohle kriegen, das würde mich nochmal interessieren. So, pass mal auf, dann brauchen wir den Vanworm. So, Megasphäre, sehr gut. Tanzies, weiß ich gar nicht, ob wir die voll hatten schon. Und da war dieser ominöse, glaube ich. Das war, glaube ich, dieser ominöse Händler auf der Seite. Okay, der ist gleich tot. Jetzt bist du auch ein Level 3. Ja, gut, dann müssen wir da noch mal Pfeil und Bogen noch mal holen. Da. So, lass uns sonst noch mal dahin fliegen. Sonst verkaufen wir gleich nochmal die. Sonst nochmal gleich die Rubine. Weil mal gucken, was wir dafür rauskriegen. Wenn das ein paar hundert sind, dann können wir sonst noch ein paar bisschen anderen Shit kaufen. Ratstante. So, komm mal her, dann verkaufe ich dir nämlich noch gerade mal die Rubine. Mignon. So, gucken wir mal, verkaufen. So, verkaufen können wir, das wollen wir nicht verkaufen. Schwefel, das wollen wir nicht verkaufen. Rubine wollen wir verkaufen. Kleine Palseele können wir auch gebrauchen. 500 kriegen wir dafür. Das ist nice. Objekte wählen. Achso. So, verkaufen für 1000. Ja, kann man machen. So, für mehr brauchen wir das ja anscheinend nicht. Sehr schön. Verkaufen, kaufen. Bauplan 1. Schalte das Rezept für Melone ungewöhnlich frei. Der Gegenstand kann fortan mit Hilfe von primitive Werkbank gefertigt werden. Bauernhut, Hexenhut. Hasenohren, das hatten wir ja schon gemacht. Humus, Pekinghut. Tokutoku. Den würde ich mir. Naja, gut, da waren 500 Münzen. Ich weiß nicht. Den hatten wir auch gekauft, ne? Hatten wir die schon gekauft?
Hat mir die schon gekauft? Ich meine ja, ne? Drei Stück. Ich brauchte, glaube ich, nur drei. Ja, drei hatte ich gekauft. Okay, prima. Hasen- und Haarreif. Gewöhnlich. Besitz. Ah, wird wahrscheinlich auch nicht so viel. Wird wahrscheinlich nicht so richtig gut aussehen, aber gut, werden wir gleich sehen. Gut. Okay, wollen wir noch irgendjemanden Besuch abstatten? Da weiß ich nicht, was da war. Schade, dass man die nicht beschriften kann. Das wäre nochmal richtig super. Marker Zoom. Das können wir sonst einfach hier löschen. Einfach mal hier hin sonst. Wo haben wir das? 200 Meter. Wo ist denn hier unser Marker? Warum zeigt er das nicht an? Ja, so links von uns. Also nach da müssen wir. Okay. Und hier könnte man vielleicht dann auch noch mal schauen. Ob wir hier nicht vielleicht auch irgendwie mal eine interessanten Spot für eine Base oder sowas haben. Ich meine, das sieht ja auch interessant aus, aber das Problem ist, glaube ich, an der Stelle, dass wir da nicht so groß bauen können. Das ist natürlich auch scheiße. Ich würde mich mal tatsächlich mehr eher nach links halten, eher mal so darüber. Da ist noch was Grünes. Huch. Da ist auch noch ein Ei. Scheint aber ein gewöhnliches Ei zu sein. Aber das ist mal was Grünes. Das ist mal wichtig. Kurz Luschi-Luschi machen. Da haben wir da. Da haben wir die Brücke. Genau, das ist die Brücke, die wir sehen. Dann können wir sonst nochmal hier rüber. Da können wir nochmal luschern. Oder links von uns ist da noch. Da haben wir, waren wir schon. Können wir hier oben nochmal gucken. Das sieht mir so ein bisschen. Da waren wir, glaube ich, auch schon mal hier unten in der Base. Sonst fliegen wir doch mal dahin. Aber mir auch noch mal gar nicht. Hier ist noch so ein Feuerei. Ach, dabei fällt mir ein, wir müssen ja eigentlich noch nach Hause und gucken, ob unser Drache fertig ist. Da müssen wir auch noch mal machen. Heißes Ei. Das müssen wir ja auch noch mal machen. Mich würde das mich wirklich brennend interessieren. Wirklich brennend interessieren. Was ist das denn? Das ist auch ein ganz komisches. Warte mal, da gehen wir mal kurz runter. Das ist ja auch ein. Das sind zwar Level 10 Wilderer, aber da ist, glaube ich, ein ganz großes Paul drin. Oh nee, warte mal, ich kann ich echt mal behalten. Ups. Nicht ganz intelligent. Erstmal alles umlegen, was da durch die Gegend läuft. Ja, schön auf dem Hintern. Oh, bitteschön.
könnte mir auch vorstellen, dass die Pistolette, die wir noch craften können, dass die auch eine höhere Schussfrequenz hat. Sollten wir vielleicht auf jeden, sollten wir auf jeden Fall nochmal die Pistolette nochmal craften. Ich glaube, das wäre gar nicht so doof. So. Oh, die sieht auch ganz traurig aus. Warum, ich hole dich da mal raus. So. Irgendwie so ein kleines Ein-Dumut. Wenn dieser Paar sich allzu sehr entspannt, sinkt seine Reaktionszeit ins Bodenlose. Das ist ja so wie bei mir. Naja, optisch gesehen passt das ja auch. So, dann gucken wir mal hier drüben. Dann nochmal kurz bei den Zähren nochmal gerade einsacken. Da sind noch ein paar Tanzis. Kommen Sie ran! So, wie spät haben wir es denn? 16 haben wir gemacht. Ich würde mich ganz gerne am Ende der Folge mir nochmal den Drachen angucken. So, wo sind wir denn? Da ein bisschen rechts halten. Da würde ich ganz gerne mal hinschauen. Vielleicht haben wir da nochmal irgendwo eine Schnellreisemöglichkeit. Meine Schnellreisemöglichkeiten haben wir hier genug, aber die kenne ich alle schon. Da ist auch nochmal was Grünes. Euch sammle ich auch nochmal ein bei Gelegenheit. Nicht heute, nicht jetzt. Oh, was seid ihr denn für welche? Ihr seid Wulipops. Ihr seid Wulipops. Oh. Wulipops. Okay. Ihr seid einfach Wulipops. Wulipops. Das klingt so schön. Wulipops. So, geh mal her hier. Wulipops. Oder wollen wir... Naja gut, wir sind bei 16 Minuten. Das ist ein bisschen... Komm, wir holen uns noch den einen da hinten. Den holen wir uns noch. Dann können wir sonst mal am nächsten Tag sonst hier nochmal hinspawnen. Und hier mal ein bisschen durch die Gegend laufen. Und dann leuchtet das auch blau. Da wollen wir auch nochmal gucken. Dann ist auch nochmal ein Spawnpunkt, würde ich sagen. Sonst kann man ja sonst mal die Spawnpunkte mal abfliegen, so ein bisschen. Auch noch ein Wulipop. Ein Wulipop! Sieht mir aber so aus, als wenn das hier wieder so ein Portal ist, zu so einem Dungeon. Könnte es zumindest sein. Och, die sehen aber auch aus, ne? Wulipops. Ja, es ist ein Dungeon. Also hier so ein Sphäre des Schwertmeisters. Klingt ja erstmal nice, klingt aber auch so, als wenn wir da gleich auf die Mütze kriegen. So, aber dann holen wir uns mal das Grüne da hinten noch kurz. Frage, was wird hier angezeigt? Level 23, okay. Könnte man sich vielleicht mal geben. Ja, 23 ist natürlich... Weiß man immer nicht, ne? Wie die so drauf sind. So, da können wir mal hinfliegen. Dann holen wir uns nämlich den auch nochmal gerade. Das Portal. Da ist auch nochmal grün. Ah, Mensch! Windhauchinseln. Klingt auch schön. Direhole. 6er Level. Also sie sind doch so ein bisschen mehr verteilt. Ne? Es ist nicht so, dass du konsequent immer ein Areal hast, wo die Pauls immer die gleichen Schwierigkeitsstufen haben. Sondern du kannst eben halt auch höhere oder sagen wir bessere Gebiete haben, wo halt auch kleinere Pauls mit kleineren Leveln rumlaufen. Ne? Also es ist schon ein bisschen mehr gemischt. Zum Beispiel hier diese Creamies. Paul ist hungrig, okay. Hab ich was zu futtern dabei? Gut, ich hätte hier noch ein Dumut Fleisch habe ich noch dabei. Warte mal. Ne, das wollte ich nicht. Ja, warte, ich will gerade mal gucken. Hier so. Hier ein Brot kann ich ihm sonst geben. Brauche ein bisschen... Jetzt solltest du eigentlich genug zu futtern haben. So, das ist noch für mich. Dann haben wir noch einmal hochwertiges Palöl. So, da ist noch ein Tombat. Den lassen wir aber mal.
Ausnahmsweise lassen wir den mal. Schnellreise freigeschaltet. Dann ist noch was Grünes, das können wir aber später machen. Mamorest haben wir hier noch. Haben wir noch was, irgendwas, was wir einsammeln können? Da drüben leuchtet noch irgendwas. Irgendwas zärtlich, da ist noch was Grünes. Ja, komm, dann lass uns nach Hause. Lass uns mal nach Hause. Univolt 31, okay. Büsche. Ja, Büsche. Den holen wir uns auch nochmal irgendwann. 28 Petalia. Dann haben wir noch Elfi dran. Bald ist auch Elfi dran. Mamorest. Dann haben wir hier noch einen Catress. Den könnte ich mir auch noch gönnen. Na, aber gut, Portmons ist mal direkt nach Hause. Würde man das ganz gerne das Drachenei nochmal angucken. So, das haben wir. Sehr schön. Alle am Pennen, alle entspannt, das ist schön. So. Und das Ei ist fertig. Fertig ausgebrütet. Bin gespannt. Packen wir sowieso dann gleich das nächste Ei rein. Relaxaurus haben wir. Ach, so einen haben wir ausgebrütet. Ja gut, aber den hatten wir doch. Relaxaurus? Hatten wir den nicht tatsächlich schon? Ne, hatten wir offensichtlich ja nicht. Das zeigt er ja an. Ja, okay. War jetzt nicht so der Brüller, muss man sagen. Und dann machen wir jetzt sonst noch ein düsteres Ei oder ein heißes Ei. Ein heißes Ei. So, machen wir doch mal ein heißes Ei oder ein düsteres Ei. Meine düstere Eier sind natürlich hier, wie man ja sieht, ein bisschen interessanter, weil die ein bisschen schwerer sind. Also gehe ich mal davon aus, dass die auch ein bisschen hochwertiger sind. Etwas kühl, düsteres Jumbo-Ei, okay. Ja, okay, prima. Der entspannt, das ist in Ordnung. Erzeugt Feuer, der erzeugt gar nichts gerade. So. Das ist okay, ich schmeiße jetzt mal alles rein. Wie immer, ich schmeiße immer erstmal alles rein. So, da könnten wir gleich mal Schießpulver draus machen. Das können wir brauchen. Ich muss das echt nochmal alles umsortieren. Hasenohrenhaarreifen müssen wir nochmal machen. Eine Splittergranate haben wir noch mit eingesammelt. Ja, passt hier natürlich nichts mehr rein. Das ist wieder klar. Das können wir auch mal einsammeln. Dann können wir hier noch mariniertes Blumut noch machen. Da haben wir noch ein Baden-Watt. Das futtern wir auch noch mal gerade weg. So, haben wir noch ein knisterndes Ei. Knisterndes Ei ist garantiert so ein Elektro-Ei. Das ist garantiert so ein Elektro-Paul. So, können wir aber hier mal mit reinschmeißen. Zack. Fleisch, die kommt damit rein. Ich werde mal ein bisschen Eier machen gehen. Dann können wir gleich mal ein bisschen Schießpulver herstellen. Okay. Achso, und ein Beet. Warte mal, lass uns erstmal das Beet machen. Einmal eben das Beet. Einmal Infrastruktur können wir neu. Was können wir denn hier? Achso, den Eiskühler. Essen, da müssen wir hin. Und zwar Weizenfeld. Ja, da müssen wir hin. So. So, da können wir nämlich dadurch wunderbar neues Weizenfeld machen. Sehr gut. Kriegen wir mal ein bisschen mehr Brötchen hier. Perfekt. So, dann arbeitet man schön. Gut, das haben wir. Schießpulver ging, weiß ich nicht, an der Fortgeschrittenen. Ach, komm. Lager aufgebrachter Pols, okay. Dann brauche ich wieder mal grüne. Wo kommen die denn her? Da hinten. Okay.
abgebrachte Pauls. Ach, die kommen doch wieder unten lang. Trottel. Ach, auch wieder kaputt. Zwei Schuss, dann ist gleich wieder alles kaputt hier. Na, reicht das noch gerade? Die sammeln wir dann nämlich dann auch immer schön ein. Ja, dann haben wir nämlich von denen, da fehlen dann auch nur noch drei. Die anderen sind schon wieder alle kaputt gemacht worden von unseren Jungs. Ah, wer ist das? Level 11 sogar. Na, reicht das vielleicht? Nee, reicht natürlich nicht. Ach, die backen sich hier wieder rein, ne? Die kleinen Schweinepriester. Na komm jetzt. Komm raus jetzt. Ich hab keine. Oh, scheiße, ich hab keine mehr. So. Na komm schon, sonst baller ich dich weg. Wenn das jetzt nichts wird, alles klar. Bleibst hier stehen. Die werden auch so schnell weggesäbelt, ne, von meinen Jungs hier. Wahnsinn. Kommt gar nicht mal dazu, die alle einzusammeln. Also entweder sind wir overpowered oder keine Ahnung. Oder wir haben einfach eine gute Base. Abgesehen davon haben wir sowieso eine gute Base, weil wir nicht so gut angegriffen werden können. Aber das macht ja eine gute Base halt auch. So, sehr schön. Hier wird schön bewässert. Dann hier wächst schon und hier macht ihr dann die nächste. Dann machen wir noch eine leckere Aussaat hier. Dann haben wir schön ein paar Weizenbeete. Geil. Müssen wir auf jeden Fall auch noch ein paar für Kohle. Gibt es ja auch noch für Kohl. Gibt es ja auch noch Beete, die müssen wir auf jeden Fall auch noch mal machen. So, jetzt machen wir aber erstmal Schießpulver. So, Schießpulver. Holzkohle hätten wir. Schwefel. Dafür brauchen wir Palsaft. Können wir auch machen. Bisschen Zement. Aber das sparen wir uns, würde ich sagen, noch ein bisschen auf. Wo sind denn jetzt meine Hasenohren? Wo sind die denn hin, sag mal? Oder haben wir die noch auf? Haben wir die noch auf Lager? Oder muss ich die am Mann haben? Alter Bogenbauplan. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute und berechtigte Frage. Wo habe ich das den Kram jetzt reingepackt? Oben, ne? Ich muss echt sortieren. Auch wenn ich es eigentlich nicht müsste, aber ich muss es eigentlich tun. So, das waren meine Hasenohren, ne? Ich würde mal das ganz gerne mal bauen. Mal gucken, was das ist. Wie das aussieht vor allem. So, Schwefel haben wir hier. Lass uns mal Schwefel den Kram unten hinbauen. Bleib mal so ein bisschen den ganzen Humbug hier. Seltene Drachenkugel. Ach so. Erzielt beim Händler einen guten Preis. Guck mal, sieh mal eine an. Da kriegen wir sie auch ein bisschen Kohle für. Können wir sonst mal in die andere Kiste packen, in unsere Geldkiste. So, da brauchen wir eine halbe Stunde. Dann machen wir hier mal ein bisschen... Ah! Sieht doch so bescheuert aus, wie ich gedacht habe. Einfach aus Prinzip. Ich mache das einfach mal aus Prinzip. Ah, Hasenuhren, haarreif. Wenn schon, denn schon. Wenn es scheiße aussieht, dann richtig.
Der backt schon wieder fest, ne, da, der Paul. So. So, gucken wir mal. Ist das tatsächlich ein A-Reif oder was ist das hier? 2. Verteidigung 20. Was hat der? Verteidigung 50. Ja gut, dann machen wir uns nichts vor. Schade, dass man da nicht 2 von draufsetzen kann. Mal gucken, wie sieht das aus? Ja. Ja, gut. Achso, warte mal, so natürlich nicht. Ja, ja, aber gut. Ja. Packen wir es mal in die Kiste. Ja, war mir aber schon fast klar irgendwie. Ups. Das war mir schon fast irgendwie klar, dass es nicht so der geile Shit sein könnte. Aber nun gut, was soll's. Ist vielleicht auch mal nicht verkehrt. So, Stoffkleidung, Bauplan. Brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht mehr. Dann haben wir Stoffkleidung, Bauplan. Hasenohren. So, das kann eigentlich da auch mal mit rein. Das können wir ein bisschen sortieren. So, wunderbest. Knochen packen wir mal hier rein. Schwefel packen wir mal hier rein. Das brauchen wir dabei. Geld kommt in unsere andere Kiste. Achso, und wie gesagt, Schießpulver möchte ich mal machen. Die müssen wir auch nochmal machen. Dafür brauchen wir noch eine Feuerdrüse und nochmal 4 antike Bauteile. So, Schießpulver, Maximum und auf geht's. So, das mal weg. Das mal weg. Guck mal, wir haben 11.712. Da können wir schon ordentlich einkaufen, aber eben nicht bei dem Händler, wo wir vorhin gewesen sind. Das so überzeugt hat mich das jetzt nicht. So, Schlüssel haben wir tonnenweise. Da weiß ich nicht, wo wir mal die ganzen Kisten herkriegen sollen. Okay, du bist dabei, Schießpulver zu machen. Achso, apropos Schießpulver machen. Ich würde ganz gerne die Pistole mal ausprobieren. Was die an Wumms hat. Ob die ein bisschen besser ist als die, weil die hat schon ordentlich Nachladezeit. Macht natürlich deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Schaden, ne? Das ist ganz klar. Die haben wir schon freigeschaltet. Was können wir hier noch freischalten? Gerade nichts. Schade. Mega Enterhakenpistole. Das macht die besser. Mit höherer Reichweite. Ah, okay. Oder Futterbeutel. Können wir zweifach futtern. Ich spare noch ein bisschen. So, aber die Pistole können wir kaufen. Die können wir uns mal kaufen. Generator können wir uns kaufen. Sehr gut. Den kaufen wir uns auf alle Fälle. Dann können wir da mal ran. Hitzeresistente Metallrüstung. Dann haben wir eine Stehlampe. Da brauchen wir wahrscheinlich den Generator für. Und eine stationäre Armbrust. Metallregal-Set. Zur Aufbewahrung von Gegenständen. Wie viele Punkte haben wir noch? 8. Da müssen wir noch hin. Dafür brauchen wir noch ein bisschen was. Stationäre Armbrust. Ja, komm, bauen wir uns. Also hier, schalten wir uns erstmal frei. Eine Terrasphäre haben wir noch. Dann haben wir da noch das Schild. Dann haben wir hier die bessere Pistole. Das gibt dann garantiert, naja, auch das, naja, gut, das Sturmgewehr gibt es nachher noch. Tomatenacker. Hexenkessel. Ah. Platine. Hier, da. Einzelschussgewehr. Ja, Einzelschussgewehr. Mm. Hier, Schrotflinte. Das ist da. Guck mal hier, da kommen wir. Auch stationäres Maschinengewehr. Da kommen wir dann der Sache näher. Das will der Papi haben. Und hier noch eine leckere Pumpgun. Mm. Geil. Relaxosaurus Raketenwerfer. Okay. Sturmgewehr. Oh. Das ist lecker. Panzerfaust. Ich möchte nicht wissen, was für Gegner wir nachher haben, dass wir die Panzerfaust brauchen. Ich meine, ich will schon wissen, aber eigentlich nicht. Stationärer Raketenwerfer, hallo? Also ich glaube, wenn du die nachher brauchst, dann hast du richtig Geburtstag hier. Da kommen wahrscheinlich auch nicht die Standard-Pauls. Ich glaube, da kommt hier noch richtig was ran. So, bauen wir uns mal eine Pistole, die wir nicht bauen können. Das ist gut. Ach, Palöl brauchen wir auch noch. Wie stellen wir denn Palöl her? Können wir die selber herstellen. Palöl habe ich jetzt nämlich noch nirgends gesehen. Können wir das hier irgendwie herstellen oder was? Obwohl, doch, irgendwo habe ich das schon mal gesehen, Palöl. Irgendwo kann man Palöl herstellen. Abbrechen, ja, nee, hier nicht. Da auch nicht. Da haben wir Handschuhe, Gedöns.
Da können wir gerade nichts anderes machen. Palöl hier haben wir auch nicht. Palöl können wir, glaube ich, auch wieder nur wieder anfarmen, ne? Das ist scheiße. Also Pistolette ist momentan noch nicht. Das ist nicht gut. Und du kommst gefälligst mal raus da. Immer musst du hier rumlaufen. Was soll denn der Scheiß? Die nächste Basis müssen wir echt mal so bauen, dass die Viecher sich nicht immer verlaufen können. So, da sollst du hin. So, Hauptsache erstmal wieder ratzen, ne? Das ist es wieder. Naja, gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Break. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Alwold wieder. Machen wir noch... Ja, vielleicht machen wir noch ein, zwei Bosskämpfe. 28 ist ein bisschen hart. Das können wir uns vielleicht mal angucken, Catris. Ich muss mal sehen, dass ich dann auch noch ein... Hier, Uni-Volt ist aber 31, das schaffen wir nicht. Das kriegen wir nicht so einfach hin. Wir können aber da hinten in den Gebieten sonst mal rumstreuen. Mal gucken, was wir da noch so an Pols finden. Und ja, schauen wir mal. Na, wir müssen erstmal, glaube ich, erstmal wieder so ein bisschen... Achso, ein bisschen weiterbauen können wir auch noch. Ja, genug zu tun haben wir auf jeden Fall. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.